Sehr gut, sehr gut. Sprich mit Juan. Ich bin noch nicht drin. Aber du kannst ja von morgen reden. Nein. Warte, gell. Nicht, dass nachher schon irgendwie losballert wird. Ja, das wäre wohl Action. Benzin mitnehmen, okay. Ich schlafe schnell eine Runde, das wird nämlich kommen. Schlaf schnell. Brauche ich mal die Hälfte. Dein Partner ist gespawnt. Stopp bei mir. Stopp ich. Ich sehe dich. Jetzt, Achtung. Hallo. Moment. Jetzt bin ich da. Juhu! Sehr gut. Guten Tag. Jetzt muss ich da wieder schauen. Ja, hör auf. Dein Handy ist nicht verfügbar. Ja, komm. Gehen wir mal zum Juan und nachher schauen wir den. Das geht. Wieso kann ich nicht kommen? Das ist mein Büro, Juan. Ja. Töten ist eine Kunst und Wissenschaft. Vorherrschaft. Dass ich dir die besten Supremos und Impro-Waffen mache, dann brauchst du abgereichertes Uran. Zu deinem Glück lagert Castillo seine Vorräte bei den größten Kanonen auf der Insel, bei seinen Flugabwehranlagen. Wenn du etwas von diesem süßen Uran gefunden hast, kannst du es in mein Büro oder zu einem meiner Mitarbeiter bringen. Okay. Wenn du eine FND-Basis einnimmst, wird ein Mitglied vom Team Juan einziehen und dir Zugang zu meinem Inventar geben. Denk dran, gewisse Vorzüge sind an einen Rang geknüpft. Wenn Clara so freundlich ist, dich zu befördern, können wir dir bessere Ausrüstung geben. Halte einfach deine Pesos bereit. Auch in der Revolution gibt es nichts umsonst. Und ganz unter uns, hier noch ein Guerilla-Geheimtipp. Hab ein bisschen Spaß, verdammt nochmal. Stirb mit einem Lächeln im Gesicht. Wir haben Ratten. Was, Pascal? Du kommst wieder! Sie das ist eine Welle über Skippen, gell? Ich habe nur gedacht, Jo, das Problem ist, wenn wir das nicht zulassen und nachher wichtig ist, dann spätestens haben wir das Problem. Nein, ist auch klar, wenn es um ein Ding das hört wieder auf, weißt du, wie man wieder einen Vortrag holen musste. Ah, okay. Also, Juans Waffen erwerben, ja, dann gib mal. Was hast du da? Ja, logisch, ich bin da. Supreme dran. Volta, Phantasma, Impro-Waffen. Habe ich alles gekauft. Ich habe nur. Habe ich jetzt noch. Eins oder zwei kaufen. Giftgas. Okay, zwei Rucksäcke gekostet. Und eine Waffe habe ich gekauft. Rucksäcke und Waffe. Ja, egal, warte, jetzt welche Waffe soll ich nehmen? Welche Waffe hast du genommen? Die dritte. Die dritte, okay, dann nehme ich die zweite. Okay. Also sprich mit Clara. El Susorro. Ja, habe ich gekauft, der ist aus Zorro. Und Volta. Ja, la Clavadora. Ah, sehr gut. Eben, bist du heute noch ein Dings gesehen? Wie heisst es? Merit? Jo, genau, morgen sind wir schnell wieder gesehen. Okay. Ich gehe Gemüse, ein bisschen Mausen holen.
Ah, schön. Sobald du wieder in Santuario bist, suchst du überall nach Waffen, Munition und neuen Anhängern. Castillo ist überrascht. Das sollte so bleiben. Okay. Willkommen bei lieber Tantani. Ich könnte jederzeit gehen, aber ich bleib erstmal. Inspirierend. Befreien wir Yara. Okay. Esperanza Madrugada. Castillo kontrolliert ganz Yara mit Soldados, Sklaven und Blut. Die Hauptstadt ist eine Hochburg. Nehmen wir Esperanza ein, ist Yara frei. Am leichtesten können wir Castillo schwächen, indem wir viele FND-Stützpunkte und Kontrollpunkte angreifen. Aber das Wichtigste ist, Esperanza zu umstellen und Castillo in seinem Käfig festzusetzen. Das heißt gezielte Operationen, die die Revolution vereinen und Libertad stärker machen. Dafür musst du es schaffen, dass sich drei Gruppen bei Libertad anschließen. Jede dieser Gruppen führt Krieg gegen einen anderen Teil von Castillos Imperium, welches von seinem inneren Kreis kontrolliert wird. In El Este beuten Eindringlinge wie McKay Global unsere Ressourcen aus und Admiral Benitez verteidigt Castillos Giftproduktion. Aber die Legenden von 67 können uns helfen, das Blatt zu wenden. Sie verstecken sich im Dschungel rund um die höchsten Berge Yaras. Ihr bester Guerrillero El Tigre wartet nur darauf, dass du sie überzeugst, sich uns anzuschließen. El Tigre. Dann wäre da noch Valle de Oro. Es ist nicht nur das Zugpferd von Castillos Viviro-Operation, sondern auch von seiner Propagandamaschinerie. Geführt von seiner Kulturministerin Maria Marquesa. Aber ich habe ein paar alte Freunde, die unsere Gegenpropaganda organisieren können. Maximas Matanzas. Sie waren die Stimme des Protests und können Yaras Dissidenten motivieren, für Libertad zu kämpfen. Sie sind abgetaucht und wurden zuletzt in einem Fort in Balaceras gesehen. Wir müssen sie vor Castillos Truppen finden. In Madrugada hat Castillos Neffe José das Sagen. Ein Sklaventreiber, der Parias zwingt, diesen vergifteten Viviro-Tabak anzubauen. Ja, du sagst ja, du es wenig. Aber die Montero-Familie führt Krieg gegen José. Sie hassen Besucher, aber ich habe von einem gewissen Mechaniker gehört, der eine Werkstatt in Costa del Mar hat. Er heißt Filibar Saga und ist sozusagen ihr Türsteher. Wenn ich du wäre, würde ich in Madrugada anfangen. Wir holen uns mit Hilfe der Monteros den Tabak zurück und drehen Castillos Viviro den Hahn ab. Du musst nur diesen Mechaniker Fili finden. Währenddessen bleibe ich hier und führe gezielte Schläge gegen Castillo in ganz Yara aus. Und ich soll all diese Fraktionen dazu bringen, sich Libertad anzuschließen? Wie? Ganz einfach. Hilf ihnen. So gut du kannst. Jo, easy. Nicht leichter als das. Ja, das nur mit das ist. Also. Schicke ich den ganzen Trupp, ist es eine Invasion. Schicke ich einen Speer, meine ich nicht ernst. Mit dir kriegen sie meine beste Guerriere ohne Politik und so. Hilf uns. Libertad nimmt die Hauptstadt. Wir schlitzen Antons Kehle auf, trinken sein Blut und so weiter. Dani muss an die Luft. Viva Libertad, Jefa. Ja, ja. Ich bin nicht klar, das beste Guerriere. Das bist du. Hörst nicht zu. Dann übersetze es, Juan. Der Akzent. Clara versucht es zu verbergen, aber sie stammt aus einer reichen Familie wahrer Yaraner. Sie kann schießen, bluten und trinken mit uns, wie sie will. Aber den Gestank der Oberschicht wird man nicht los. Was hat das mit mir zu tun? Du bist eine Weise, Dani. Arm, aus der Gosse. Wenn sie dich sehen, sehen sie keine Politik. Sie sehen, dass sie keine Ausrede haben. Sie benutzt mich. Sie. Und umgekehrt benutzt du sie auch. Willst du Anton töten? Ja. Willst du Yara befreien? Klar willst du. Aber das hier kann Clara nicht sagen. Doch wir beide wissen es. Du willst das. Du bist Guerriera. Für uns bedeutet der Stift in der Hose bei einem Hinterhalt und der beißende Gestank von Schwefel in der Nase. Das ist... Spaß. Keine Sorge. Dein Geheimnis ist bei mir sicher. Okay. So, können wir laufen. Ah, jetzt. Hast du die Maske? Habe ich die Maske noch an? Nö. Du hast bei mir die Maske noch an. Ja. Nein, du hast nur den Helm an und das Ding auf dem Rücken. Sonst nichts. Okay, okay. Also. Jetzt sind Legenden.
Ja, nur 2400 Meter. Ja, nehmt der Helikopter. Ah, nein, gibt's ja hier gar nicht. Wir können hier das Bötli nehmen. Das Bötli. Ah. Ist das was? Oh. Hey, sehr gut. Oh. Los geht's. Nein. Nein. Was war? Nochmal. Das ist eben das Geschütz wechseln oder so. Hallo? Guten Tag. Ah! Gut gemacht! Wieso kann ich nicht? Lass mich nochmal. So. Geht nicht? Warte mal. Selber wieder. Werbung oder etwas? Ja, probier du mal. Ich kann dich leider nicht mitnehmen. Aha. Hä? Ja, warte, ich gehe raus. Hä? R2 für zum Gas geben und L2 für zum Rückwärts. Aha, da kann ich noch lange. Ja. Super. Sie das da Gegner rechts erplanen. Ihre Spezialausbildung und ihre schwere Bewaffnung? Klugscheißerin. Aber ja, du wurdest gewarnt. Ja, sie verfolgen uns nicht. Nein, nein. Das ist viel zu schnell. Augenblick! Ah. Wem soll ich in Madrugada noch gleich Ausschau halten? Billy. Nach Carlos Montero, dem Anführer einer Gruppe von Bauern, die ihr Land von der Armee zurückholen wollen. Warum schnell da? Aber er wird sich nie mit dir treffen. Warum nicht? Er ist eher, schnell schauen, ob es da Gegner hat. Na, aber wenn wir von da laufen, oder? Was meinst du? Na toll. Keine Sorge, Billy kann dir helfen. Er ist eine Eintrittskarte. Er ist in seinem Laden in der Nähe vom Flughafen. Wir müssen schnell schauen, ob wir noch Sachen finden, weißt du, falls wir wieder müssen Waffen kaufen und so. Nichts, wofür es sich zu kämpfen lohnt. Suerte. Ah, apropos, hast du jetzt so, wie sieht es jetzt aus? Spanisch ist jetzt gestorben oder nur auf die Seite hier? Auf dem auf die Seite hier gestorben, sicher nicht. Aber okay. Mal schauen, was sie da wieder anbieten. Also bis jetzt haben sie noch nichts? Oder ist es im Moment noch nicht aktiv? So? Nein, nein. Ich muss da schauen wieder. Bei mir auf der Karte und bei dir, glaube ich, hat es Gegner, wenn wir nicht wissen. Ja, ja, drei nicht durch. Das sind Soldaten. Sag gar nichts und mach alles, was sie sagen.
Ah, er ist Pferd, genau. Los jetzt. Ja, das kleine Clown. Gefährlich. Hast du da auch drauf hock? Ganz schnell. Hey, geh einfach weiter. Verhunde! Jetzt soll ich mir das ansehen. Schnell. Okay. Du hast jetzt ein Pferd, oder? Ah, nein. Hä? Also bei dir Dinge drauf hecht. Ja, wir probieren mal. Nö. Arre! Geht nicht. Geht nicht. Nein. Psst! Hier drüben! Komm, Guapo. Du kommst, wir sitzen lang mit dir. Achtung! Cortina Wetterstation. Ach, wenn ich zu lang sehe, geil. Ich schaue mal, ob ich mal kehren kann. Ne? Hey Clara, hast du eine Ahnung, wieso das Militär eine Wetterstation besetzen sollte? Du bist im Westen, oder? Darüber habe ich mich auch schon gewundert. Such uns einen Computer. Wir werden schon rausfinden. Wollen wir da rein oder wollen wir weiter zum Ziel? Ich sehe mich mal um. Sicher gehen wir mal rein. Aber ich kann ihn schon wieder markieren mit R. Gegen rauf von der Pfeiltaste. Ah ja. Und dann kommt das Handy führen. Das ist niemand. Ja, ich sehe es auch so. Gut, zwei Leute hast du markiert. Ja? So, und einen Helikopter haben wir hier. Da holen wir mit dir. Oh, da ist er. Achtung, Granate. Nein, sie hübschrauben! Die hat wechselt! Was sagst du, wenn du Hilfe brauchst, gell? Nein, ich bin gerade am Heilen. Hopper. Da bin ich da. Ha? Irgendwo ist ein Scharfschütz. Scheiße, Blendgranate. Das ist eine gute Position dort oben. Geh schon mal in Deckung. Feindliche Verstärkung rückt an. Ah, was ist das? Haha. Ah, der Fackel.
Scheiße. Wow. Verstärkung näher sich auf der Straße. Wo habe ich so geschossen? Ah, stopp ich einen, das ist ein Sauhund. Umführen. Werden wir angegriffen? Umführen. Zeig dir nochmal. Scheiße! Einen, glaube ich, ist nur noch. Auf dem Dach, der Ding, aber der hast du nicht genug. Nein, der da ist er. Nein, irgendwo auf dem Dach, ja. Nein, der hat nicht mehr. Mal, der da ist er! Scharfschütz! Siehst du ihn? Ja! Der bin rum! Ich hab ihn! Ich glaub, oder? Okay. Ah, nein. Mal, aber rum ist noch ein Schild. Jetzt kommt noch ein Auto auf Osten. Das ist noch einer da. Hab ich da voll verwischt. Gut, hab ihn. Sehr gut! Let's go! So. Wuhu! Ja, mich weiss doch noch. Ah. Hey Alex, moin! Na, lieber Dad. Cortina, Wetterstation. Geht gut, selber auch, soweit. Jetzt unbedingt alles Mögliche, wo so ein... wie es ein Kreisli hat, auflesen und mitnehmen. Mhm. Zum Beispiel... Ich weiß nicht, vielleicht da innen irgendwo. Da ist jetzt Kiste noch. Aha. Schlüssel zum Bunker habe ich gefunden. Also einen Bunker siehst du. Ich habe den Schlüssel gefunden. Mhm. Ja, garantiere von der OP ist langweilig, aber mit der Stream geni... Was? Hola. Was? Was für eine OP? Hast du jetzt gerade eine OP am Start? Habe ich nicht mitbekommen. Munition, Medizin. Da bei mir geht es in den Bunker runter. Oh, warte, komm. Von da, jetzt bist du gerade rein. Warte. Seh dich aussen. Warte schon, ich komm doch. Genau da. Hallo. Wo? Jetzt muss ich wieder. Jetzt haben wir wieder. Ah, da. So. Nicht da runter. Ah, cool. Aber das ist der Schaf gewesen? Ja. Okay, der ist vielleicht unten, das mit dem Schlüssel. Außer wenn ich den Schlüssel nehme, hast du ihn auch. Das kann natürlich sein. Schauen wir schnell. Keine Ahnung, ob du es überhaupt mitbekommen hast. Bekommen eine Magen-OP? Nein, habe ich nicht mitbekommen. Oh, dann, wann ist das? Wenn ich in der Quarantäne war. Wann ist das? Aber super, cool. Oder ich hoffe einfach, auf der positiven Seite, oder? Hoffe ich. Da. Kannst du, hast du Schlüssel auch? Du mal probieren. Ah, schau, okay. Wenn ich ihn habe, dann hast du ihn auch umgekehrt. Das ist gut. Ah. Dann musst du jetzt auch wieder den Vollgas plündern. Das ist halt schon cool. Wenn ich etwas nehme, kannst du es auch. Wenn du es nimmst, habe ich es auch. Das ist echt cool. Das ist super. Hat es eine Banane oder was ist das? Oh, nein. Eine Banane? Jetzt noch am Boden der Sachen gehen. Tasche, hä? Medizin, Tasche, genau. Okay, ich glaube, du hast alles. Ja. Gehen wir wieder raus? Und da kann man nicht weiter dahin gehen. Hm, nein. Ich glaube es nicht, aber. ja, nicht schlimm. Am 12. wird alles gut gehen. Oh, cool. Drücke ganz fest die Daumen, das wird gut kommen, Alex.
Wenn wir den Huli-Schrauber nehmen. Tut mir leid, du kannst leider nicht mit. Flugverbotszone, halte ich Flugverbotszone fern, sonst ist du sofort abgeschossen. Falsch im Wingsuit ist deine beste Überlebenschance. Du! Ja, du! Okay. Wir sind in einer Flugverbotszone, das heisst, es kann sein, als wenn wir jetzt aufgehen, gerade abgeschossen werden, aber. Boom. Oh, schon, hä? Achtung, unidentifizierter Pilot! Sie sind in einer Flugverbotszone! Ja, landen Sie! Hopp, hopp, Gott verdammt! Ich sag nicht, wir werden schon. Oh, okay, verdammt schlechte Idee gewesen! Okay. Passiert schon nichts. Passiert schon nichts. Und schon sind wir am Arsch. Nein, nein. Okay. Ja, weißt du, beim Far Cry 4 hätte ich mich einfach rumfliegen können, oder? Ei. Wir müssen ihn halt tragen und dann erst losfahren. Nimmst du? Jetzt mal. Du bist ja jetzt im Fitness. Jetzt magst du das Zeug, oder? Ja, es geht. Nein, ich lasse es bei dir auch wieder eine halbe Stunde. Ich weiß nicht, was wir erwartet haben, aber. Ja, PlayStation 5 sage ich da nur, gell? Ha! Ha! Jetzt kein Geld mehr. Ja, das glaube ich. Ich werde mir den Laptop neu installieren. Mhm. Mama. Das wäre so schön gewesen mit dem Hubschrauber. Mega gewesen. Zum Glück steht jetzt so nicht 2400 Kilometer. Ja. Oder Meter. Aber es ist gut, dass es auf der Karte zeigt, ob es ein feindlicher Bereich ist oder nicht. Weißt du jetzt zum Beispiel, oder ist es so ein Lastwagen durchgefahren und der ist auch rot gewesen. Ich glaube, wir sind hier. Gerade sitzt der Grotz. Mhm. Was ist das da vorne? Disneyland. Sieht wirklich aus lustig aus. Was für ein Mensch arbeitet an so einem Ort? Bist du Philly? Ich bin Dani. No. Hier ist kein Philly. Wow, was hast du auf dem Rücken? Wo kann ich ihn finden? Cerveza. Oh ja, eine Cerveza. Also, wer hat hier... Alles dient mehr als nur einem Zweck. Kannst du eine Sekunde herkommen? Kannst du mal kommen? Hältst du das mal bitte runter für mich? Das ist ein Totmann-Knopf. Eine Bewegung? Also... Warum bist du hier?
Ich gehöre zu Clara von Libertad. Hat sie nicht Bescheid gesagt? Clara! Libertad! Du wirfst hier einen großen Namen. Yeah! Oh nein, Schurfis. Chorizo. Chorizo! Aber ich sehe Clara nicht. Ich sehe nur dich. Also, wieso bist du hier? Hast du Familie zu retten? Kinder? Nein. Was willst du dann überhaupt hier? Ich will meinen Finger vom Schalter nehmen. Und ich will wissen, wer mir hilft, Castillo umzulegen. Okay. Du bist sicher. Du bist also Claras Heldin, ne? Ich bin keine Heldin. Oh. Das hat geklappt. Geklappt! Feliz Magie, Baby. Du willst das für Libertad helfen? Sprich mit Carlos Montero, unser Urgestein. Seine Familie wird unser Land retten. Super. Bring mich zu ihm. Nein, 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 nein. Schritt 1. Feli muss dich lieben. Schritt 2. Die kleine Montero muss dich lieben. Die kleine Montero? Sie, die. Chorizo, komm schnell mit, Junge. La Espada, seine Tochter. Zuletzt habe ich gehört, dass sie die Paria-Plantage im Osten angreifen wollte. Mag sie dich? Bist du dabei? Viel Glück, sie zu finden. La Espada? Oh Mann, die hat Feuer. Oh, oh, oh. Das nächste Mal, wenn wir uns sehen, lässt du mich mit deinem irren Rucksack spielen, okay? Nein. Na gut, dann lass dich von dem Gift nicht unterkriegen. Ein komischer Kauz. Okay, und jetzt? Wir müssen es beweisen, oder was? Ah, du siehst auch so nicht weiter. Kilometer, das ist so. Komm, wir nehmen dort den Quads hier. Du kannst leider nicht mitfahren. Okay. Du bist hinten auf dem Sitz, glaube ich. Ja, aber das haben wir. Jetzt bist du vorne. So, ja, gehst du bewusst in die andere Richtung? Jo! Ah! Fuck! Nein! Verdammt! Hättest du noch einen? Nein, ist er kaputt? Ich muss wegfahren! Oh nein, warte, komm! Soll ich holen? Oh, komm ich schon. Billy? Bester. Dani, du weißt schon von der Guerilla. Du wolltest mich hochjagen. Oh, die Helle, Kimela. Wie sieht die Plantage aus? Oh, du weißt schon. Zigarren, weiße Anzüge, elegante Abendessen. Wir können hier rechts den Diamant holen, wenn du willst. Du bist jetzt im Westen. Das ist eine Plantage. Ein altes Gebäude mit viel Tabak drumherum. Espada sucht nach einem Dekorativ. Komm, gehen wir schnell hier schauen. Also ist sie vermutlich da drin. Hinter wem ist sie her? Keine Ahnung. Die Monteros halten sich bedeckt, Heldin. Versuch das vielleicht auch mal. Lauf! Hey, Clara. Hast du dich schon mit Carlos Montero in Kontakt gesetzt? Noch nicht. Offensichtlich muss ich erst seine Tochter finden. Ah ja, Camila.
tue, was nötig ist. Wir brauchen die Unterstützung der Bauern, wenn wir den Westen übernehmen wollen. Ich gehe jetzt dorthin. Ich werde dich anrufen, wenn ich Carlos getroffen habe. Das wird super, Dani. Carlos wird dich lieben. Tasche. Was ist denn? Schlüssel benötigt. Oh, jetzt müssen wir einen Schlüssel suchen. Fleisch. Hast du Hunger? Können wir es noch kochen vor dir vielleicht? Ah, nein. Roh. Benötigt Schuppenschlüssel. Ja, ich glaube, es ist Schuppenschlüssel gefunden. Und da hinten ist irgendein verdammtes Tier. Komm zurück! Okay. Geil Sound. Ja. Komm. Der Mungo hat den Schlüssel genommen. Nein. Und der Sekund fuck. Ja, ja, schlecht, mir Sekund fuck. Komm, Mungo. Mann, hure Mungo. Oh Mann, Mungo. Das ist ein bisschen Mungo, hä? Ja, der Mungo. Mist! Hanne. Die Schreckensherrschaft des Mungos ist vorbei. Und danke Hanne, für den Hanne. Schlüssel. Kommen wir wieder zurück. Und jetzt kannst du, glaubst du, aufmachen, Watch. Awesome. Schau mal. Ich bin froh, dass ich hier nicht fertig bin. Mit dem Mungos. Gut. Was haben wir jetzt bekommen? Hey, auch nicht. Du hast uns doch durchnicht. Ah, 2x8. Bürgerliche Dosis. Moneta. 5 Millionen. Nein. Okay. Also, gehen wir wieder zurück. Nee. Gut, ich bin drauf. Schießt auf mich. Ah, ist selber jetzt eins? Nein, ist richtig. Ah, ist fertig. Ah, cool. Ja. Yeah. Hey! Bist du aber gekriegt? Hey, hier drüben. Du hast die Rost kaputt gemacht. Ich weiß von nichts. Nein, ernst? Nein. Nein, Rössli. Nein. Nein. Kann man das nicht wieder beleben? Repariert. Die Deckung ist leider nach. Sorry. Das ist kaputt. Was? Ich weiß gar nicht, wie es mit mir ist. Es ist nicht angemalt. Mal dort blau auf mir und rechts dort. Oder ist das zu sehen? Nein, das ist der Guapo. Kannst du schnell im Karten schauen? Weil das ist die. Arsenalfahrzeug. Ein Hurenfehler, hast du gesehen? Nein, noch nicht. Warte, komm mal raus. Du spielst Taxi.
Ah, dort. Nein, noch nicht. Deck mich! Mit deiner Macht! Vorsicht! Krokodil! Nimm das. Der ist jetzt abgedrängt. Mein Arsch. Die Feuermatte! Bleib da! Merda! Ich bin tot. Verdammt. Nein, warum? Ja, sie hat mich gepickt. Warte schon. Ich hab fahren sie schnell. Mhm. Nein! Zurück, ich habe noch 50%, zurück, dann bin ich tot. Sie ist dort bei den Bäumen. Oh oh. Nein! Danke. Gracias! Banana. Oh. Wow! Wow, ich hab da Blätter ver. Ah! Raus! Jo, was Scheiße, was geht so ab hier? Er ist auch gar nicht. Puh, ich hab doch keinen Abhauer nachher. Aber jetzt ist voll Marsch, jetzt mach ich hey. Okay. Ich glaube, ich hasse. Back. Hab sie. Halleluja. Super. Jetzt haben wir nicht einmal mehr etwas zum Fahren. Am Auto holen, oder? Tut mir leid, Quapo. Keine Krokodile erlaubt. Ey! Hau da! Wow, das sieht aus, da. Pferd ist aber wieder am Leben, glaube ich. Wo? Wo? Dort, am Schluss. Ah ja, ist im Saufen. Haha! Hallo! Aber jetzt weiß ich nicht mehr, was wir für eine Mission haben. Einsetzen. Warte schnell. Ich kann nicht aufsteigen. Okay. Er ist jetzt markiert. Ja, ich kann nicht aufsteigen, weil es im Wasser ist. Hörst du die Musik an? Mhm. Bam, 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 bam. Jo. Kann ich überhaupt da durch, wo ich jetzt gerade will? Irgendwie. Ich fast überall. Ja, ich sehe es. Dass die richtige Strasse ist, bezweifle ich. Aber die Zahl wird immer kleiner. Das ist immer schon mal gut. Mhm. Aus dem Weg! Oh nein!